Hey und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir auf diesem Kanal. Ich bin Oscar, ich bin 16 Jahre alt und ich befinde mich jetzt schon seit ungefähr 8,5 Monaten in Kanada, in Toronto, um genau zu sein. Ich habe noch 1,5 Monate to go und in diesem Video geht es um ein kleines Q&A, was ich machen werde. Beziehungsweise ich habe mir 7 Fragen rausgesucht, die ich für euch beantworten werde. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Auf geht's! Die erste Frage, für die ich mich entschieden habe, ist, warum hast du dich für dein Gastland entschieden? Also ich habe mich ja für Kanada entschieden und ich habe Kanada genommen aus folgenden Gründen. Einerseits wollte ich etwas, wo man Englisch spricht, da ich mein Englisch verbessern wollte. Und dann wollte ich noch etwas, was nicht allzu unterschiedlich ist von Deutschland. Also ich wollte jetzt nicht eine komplett andere Kultur mit anderen Sitten und so haben. Ich wollte schon ein bisschen was Neues, aber nicht zu viel auf einmal. Dem ist hier auf jeden Fall in Kanada gegeben. Es gibt auf jeden Fall neue Sachen zu erforschen, aber es gibt auch ein paar alte Gewohnheiten, wie zum Beispiel Essmanieren, würde ich jetzt mal behaupten. Außerdem war ich schon mal in Kanada. Ich glaube, ich war schon 2-mal in Kanada und es hat mir sehr gut gefallen. Ich war schon in Toronto und ich bin ein Stadtmensch. Deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte auf jeden Fall in die Stadt. Und Kanada, als ich da war, war sehr cool. Also dachte ich mir, gehe ich doch einfach mal nach Kanada. Die zweite Frage, für die ich mich entschieden habe, ist, war es für dich schwer oder ist es für dich schwer, so lange von deiner Familie und deinen Freunden entfernt zu sein, ohne mit denen sozusagen in direkten Kontakt zu stehen? Und ich kann darauf antworten, es ist auf jeden Fall nicht super einfach, so ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall total machbar. Ich habe immer einen festen Termin mit meinen Eltern, wo ich sozusagen einen Zoom-Call mache und dann mit denen spreche, damit wir gegenseitig uns erzählen können, was die Woche passiert ist und so. Und was aber dann ab und zu auch mal passiert, ich rufe dann meine Eltern unter der Woche an wegen irgendetwas oder was es auch sein mag. Das mache ich natürlich auch. Aber ich muss sagen, man ist hier die ganze Zeit so beschäftigt. Man trifft sich mit Freunden, man macht irgendwie einen Sport oder man geht irgendwie dahin jetzt und dann muss man noch das machen. Man hat so viel zu tun. Da hat man eigentlich gar keine Zeit, irgendwie Heimweh zu haben, meiner Meinung nach zumindest. Also mir geht's so. Und von daher, es ist nicht so schwer. Und ich weiß auch, ich war ja in derselben Position wie ihr wahrscheinlich jetzt, wenn ihr dieses Video guckt. Ich habe da gesessen, habe überlegt, das wird bestimmt schwer ohne Familie und so. Und ich weiß, die Leute sagen das in den Videos, aber ich habe mir auch gedacht, das wird bestimmt super schwierig. Aber glaub mir, es ist wirklich machbar. Die dritte Frage, die ich mir rausgesucht habe, ist, warum hast du eine Highschool und nicht ein Internat oder eine Private School genommen? Also ich habe mich für eine Highschool entschieden, um eine Public School. Erstens aufgrund der Auswahl, die ich hier hatte. Meine Schule hat sehr viele verschiedene Sportarten zur Auswahl. Und andererseits, meine Schule ist in Scarborough. Das heißt, hier wohnen wirklich richtige Kanadier und es ist nicht so eine International Student Schule, wo ganz viele International Students hinkommen. Denn das wollte ich nicht. Ich wollte sozusagen die Kultur miterleben. Ich wollte mit Kanadiern direkt in Kontakt sein und der Plan ist auch vollkommen aufgegangen. Also alle meine Freunde sind Kanadier und ja, ist sehr cool. Bei der nächsten Frage geht es ein bisschen um die Gastfamilie und das sind mehrere Fragen zusammengereiht, aber ich würde sagen, ich fange einfach mal mit einer hier an. Und zwar, wie geht es mir mit meiner Gastfamilie? Und ich kann euch sagen, ich habe wirklich total Glück gehabt. Ich habe wirklich die passendste Gastfamilie ever gefunden. Falls ihr das hier seht, sprechen kein Deutsch, aber vielen Dank, habt ihr gut gemacht. Und ich hatte, wie gesagt, 100% Glück. Ich hatte auch keinen Familienwechsel, also keinen Gastfamilienwechsel. Ich habe die hier bekommen und die ist auch geblieben und wird es auch bleiben. Sehr cool, ich habe zwei Gastbrüder, mit denen bin ich auch super connected. Es ist irgendwie krass, wie doll man zusammenschmelzen kann über so einen doch eher kurzen Zeitraum. Und dann habe ich noch sozusagen einen Hostdad und eine Hostmom. Beides auch sehr nette Menschen. Man hat mit jedem so seine persönliche Verbindung und es matcht einfach. Es ist sehr cool. Die kennen mich. Jedes Wochenende bin ich eher schläfrig. Dann lassen die mich das auch machen und ich kenne die und das passt einfach sehr gut zusammen. Jetzt noch eine dazu, ob ich mich aufgehoben gefühlt habe. Also ich denke, das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon rausgehört, aber auf jeden Fall habe ich mich auch aufgehoben gefühlt. Ich wurde auch immer mit Respekt behandelt, was ich sehr schön finde. Also ich habe natürlich auch Respekt zurück erwiesen. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, aber es ist wirklich
ein Traum meiner Familie. So, nächste Frage. Gibt es Regeln in deiner Gastfamilie? Natürlich gibt es Regeln, die irgendwie zünd das Haus nicht an oder so. Also so, ich darf natürlich auch nichts Illegales machen, das ist ja offensichtlich, würde ich mal behaupten. Aber an sich habe ich wirklich super, super, super viele Freiheiten. Es wurde natürlich auch ein bisschen mit meinen Eltern abgestimmt, aber meine Eltern meinten halt, dass wir dir da vertrauen und also mir vertrauen und dass wir dir keine bestimmten Regeln mitgeben werden. Und so ist es dann auch hier. Also ich kann fast alles tun, machen, was ich möchte. Ich habe wirklich sehr viele Freiheiten und wenn ich mal irgendwo hingefahren werden muss, was sehr selten passiert, weil ich sonst immer die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, dann wird das auch gemacht und ich habe auch irgendwie jetzt nicht eine Uhrzeit, um die ich zu Hause sein muss. Ich versuche immer so einigermaßen zu normalen Zeiten zu Hause zu sein, damit ich jetzt nicht das ganze Haus aufwecke natürlich. Es sind mehr so respektvolle Regeln, die man nicht ausspricht. Also es geht mehr um diese Dinge, wie zum Beispiel auch mal beim Tisch sauber machen helfen oder das Geschirr abräumen oder beim Kochen helfen. Irgendwie so die kleinen Dinge, das sind so unausgesprochene Regeln, die ich jetzt nicht machen müsste, aber die ich halt, wie gesagt, einfach aus Respekt mache. Jetzt ist ein Flugzeug. So, die vorletzte Frage, die ich rausgesucht habe, ist: Hast du Tipps, schnell Freunde zu finden, beziehungsweise mit deiner Gastfamilie zu connecten? Und ich habe da auf jeden Fall so einen ganz netten Tipp, würde ich behaupten. Und zwar ist mein Tipp, sagt einfach zu allem ja. Go with the flow, würde ich hier sagen. Wenn ihr gefragt werdet, willst du da und dahin mitkommen? Selbst wenn ihr so überlegt und denkt so, eigentlich habe ich keine Lust, sagt einfach ja, vertraut mir, am Ende des Tages ist es das wert. Und ihr könnt auch einfach Leute ansprechen im Unterricht. Die meisten werden schon irgendwie auch mitbekommen, dass ihr jetzt International Student seid und dann helfen die auch super gerne. Die Kanadier sind allgemein sehr hilfsbereit und sehr nett. Deswegen macht euch da keine Sorgen, spricht doch einfach mal Leute an, wo ihr jetzt denkt, oh, die sind bestimmt cool. Dann kann ich auch mal fragen, so, keine Ahnung, was macht ihr dieses Wochenende? Das funktioniert so, ist überraschend oft. Und ja, was die Gastfamilie angeht, Respekt und dann einfach zu allem Ja sagen. Das ist so mein Tipp und dann passiert das alles von ganz alleine. Kommen wir zur siebten und damit letzten Frage. Wen werde ich hier in Kanada am meisten vermissen? Das ist die Frage, die ich mir rausgesucht habe. Die Frage ist relativ einfach für mich zu beantworten. Für mich ist es meine gesamte Gastfamilie, also meine beiden Gastbrüder, meine Gastmutter und mein Gastvater. Ich habe hier einfach eine super tolle Zeit und es sind sehr nette Menschen, wie ich schon erwähnt habe. Und ja, wir haben einfach eine sehr nette Connection aufgebaut. Und dementsprechend werde ich die am meisten vermissen. Natürlich werde ich meine Freunde auch vermissen, aber die werde ich mit Abstand, glaube ich, am meisten vermissen. Das war's zur letzten Frage. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr doch gerne unten ein Like und auch ein Abo dalassen. Und falls ihr noch mehr Content sehen wollt, dann könnt ihr unten auf den Channel drücken. Da gibt es auch ganz viele andere Videos, auch aus Kanada, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten kann ich noch unseren TikTok- oder Instagram-Channel empfehlen. Da kommt auch regelmäßig Content, auch in einer anderen Form. Und falls du jetzt auch Lust bekommen hast auf ein Auslandsjahr, dann guck doch einfach mal in die Beschreibung, drück dich ein bisschen durch die Links und dann kannst du dir deinen Auslandsaufenthalt zusammen mit Kulturwerke ganz einfach planen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und einen guten Morgen, Mittag, Abend, was auch immer bei euch gerade ist. Das war's von mir. Ciao.